Hallo, schön, dass du da bist und ein paar Minuten Zeit mit mir verbringst beim Podcast Pflegeambulant – leichter beraten, verkaufen und führen. Hier ist wieder deine Gastgeberin Claudia Henrichs, Expertin mit Herz für wirkungsvolle Kommunikation. Herzlich willkommen zur Folge 49. Weiter geht es in unserer Serie Teambesprechungen, heute mit dem Thema: Reichen 2 Stunden für eine Teambesprechung aus? 4 Fragen für jeden Tagesordnungspunkt. Zu dem Thema heute habe ich auch einige Hörerfragen bekommen, zum Beispiel: Wie lang soll eine Dienstbesprechung sein? Zeitmanagement: Die Dienstbesprechung ufert aus. Wie vermeide ich die immer gleichen Themen? Eine Idee zu diesen Fragen hörst du heute in dieser Folge. Da diese Fragen auch unterschiedliche Aspekte haben, werde ich sie in einigen anderen Folgen auch noch einmal aufgreifen. Heute geht es um folgende Themen. Erstens, was genau soll mit einem Thema auf der Teambesprechung erreicht werden? Zweitens, ich stelle dir die Blohmsche Lernzieltaxonomie vor. In der letzten Episode habe ich ja schon gesagt, ich stelle dir Benjamin Blom vor. Drittens, wir klären den Unterschied zwischen Wissen, Verstehen und Anwenden. Viertens, du hörst, warum ich finde, dass eine Anweisung nicht ausreicht, wenn du nachhaltige Umsetzung erreichen willst. Und fünftens, ich erzähle dir, dass die Dauer eines Meetings vom Ziel und der gewählten Bearbeitungsmethode abhängt. Sechstens, erhältst du noch 4 Fragen für jeden Tagesordnungspunkt, die dir die Vorbereitung leichter machen sollen. Was hast du davon, wenn du diese Folge bis zum Ende hörst? Ja, ohne eine große Wissenschaft daraus zu machen, kannst du im Vorfeld einer Dienstbesprechung leichter entscheiden, was genau dabei rauskommen soll und wie viele Themen in dein Zeitkontingent passen, wenn du nachhaltige Umsetzung willst. Möglicherweise ärgerst du dich auch nicht mehr so arg, wenn du Themen schon x-mal angesprochen hast, weil du nach dieser Episode weißt, woran es lag und auch weißt, was du besser machen kannst. Bist du dabei? Dann mach es dir jetzt bequem und genieße die Impulse-Einheit für deine Ohren. Ich erzähle dir von Manfred. Manfred ist erleichtert. Er ist Pflegedienstleitung. Und gerade ist ein 5-Stunden-Workshop zum Thema heimliche Leistungen verringern zu Ende gegangen. Auch seine erfahrenen Pflegespezialistinnen, die dem Thema sehr kritisch gegenüberstanden, waren begeistert und voll motiviert, in Zukunft die Gefälligkeitsleistungen bei den Pflegekunden anzusprechen. Wie das genau geht, hatten wir im Workshop miteinander erarbeitet. Die entstandenen Ideen und Formulierungen fühlten sich für viele noch etwas ungewohnt an, doch sie passten zum Pflegeverständnis und wirkten sehr kundenorientiert. Gleichzeitig wurde in den erarbeiteten Formulierungen deutlich, dass die vom Pflegekunden gewünschten zusätzlichen Leistungen in Zukunft in den Vertrag mit aufgenommen werden. Ziel erreicht, und deswegen war Manfred erleichtert. Was genau soll jetzt mit dem Thema auf der Teambesprechung erreicht werden? In der Abschlussreflexion zu dem Workshop, von dem ich gerade erzählt habe, war Manfred sofort von der Idee begeistert, das Thema auf den nächsten Dienstbesprechungen noch einmal anzusprechen. Doch wie genau geht denn Ansprechen? Und vor allem, was will Manfred damit erreichen? Immerhin werden beim nächsten Teammeeting auch Mitarbeitende anwesend sein, die am Workshop nicht teilnehmen konnten. In der Podcast-Folge 37 habe ich dir die einzelnen Felder der Tagesordnung für eine Team- bzw. Dienstbesprechung vorgestellt. Ich hatte dir empfohlen, bei der Vorbereitung schon zu entscheiden, was du zu jedem einzelnen Tagesordnungspunkt erreichen willst und dass du das auch in die Spalte Ziele einträgst. Ich finde, das ist der allerwichtigste Punkt bei der Vorbereitung eines Meetings. Was wissen, was verstehen, was können, was tun deine Mitarbeitenden zu diesem Thema, wenn der Punkt fertig besprochen ist? Oder, ein bisschen flapsiger ausgedrückt, welches Ergebnis soll denn auf dem Tisch liegen?
Besonders wichtig ist eine konkrete Zielformulierung, wenn es darum geht, dass deine Mitarbeitenden etwas anders machen sollen als vorher, sich anders verhalten oder anders handeln sollen, eben die bekannte, routinierte, übliche Gewohnheit verändern sollen. Zum Beispiel, wenn dein Team die Formulierung »Na gut, ich creme Ihnen die Beine ein« verändern soll in »Das mache ich heute gerne einmalig für Sie«. Wenn Sie das in Zukunft immer genießen wollen, dann sage ich meiner Pflegedienstleitung, dass sie diese Leistung in den Vertrag aufnimmt. Wenn du die Folge 37 noch nicht gehört oder gelesen hast, dann hole das auf jeden Fall noch nach. Jetzt stelle ich dir Benjamin Samuel Bloom vor. Die Blumsche Lernzieltaxonomie. In der Folge heute greife ich nämlich das Thema Ziele formulieren für jeden Tagesordnungspunkt noch einmal auf, damit du verstehst, dass das Ziel Auswirkungen auf die Methode hat, mit der du das Thema bearbeitest und die Methode die Zeit bestimmt. Benjamin Samuel Bloom ist 1913 geboren und 1999 gestorben. Er war amerikanischer Psychologieprofessor und Erziehungswissenschaftler. Er wurde weltweit berühmt durch seine Lernzieltaxonomie. Ein anderes Wort für Taxonomie ist Klassifikationsschema. Also bei ihm ging es um ein Klassifikationsschema für Lernziele. Im Zusammenhang mit Lernen und Lehren beschäftigte Bloom sich mit dem Thema, wie ein Unterrichtsstoff aufbereitet und dargeboten werden muss, damit die Lernenden am Ende einen Zugewinn an Kompetenzen nachweisen können. Die Bloomsche Taxonomie ist nicht nur für einen Lehrplan prima geeignet, sondern für jede Form der Präsentation oder Themenbearbeitung innerhalb eines Meetings, eines Mitarbeitergesprächs oder eines Vortrags. Die ersten drei Stufen der Bloomschen Taxonomie sind: erstens Wissen bzw. Erinnern, zweitens Verstehen und drittens Anwenden. Beim Wissen geht es um das Erinnern von konkreten Fakten, Informationen, Theorien und Methoden. Verstehen heißt, die Bedeutung verstehen, die einzelne Informationen zueinander haben. Anwenden ist das Wissen auf konkrete Situationen übertragen können und erkennen, wie das Verstandene zur Lösung eines Problems eingesetzt werden kann. Diese drei Kompetenzen bauen aufeinander auf. Logisch, oder? Erst brauche ich Facts, Zahlen, Daten, Fakten. Erst dann habe ich ja überhaupt die Möglichkeit, erst Zusammenhänge verstehen zu können, um dann in die Umsetzung zu kommen. Ich nehme jetzt einmal an, dass Umsetzen in den meisten Fällen dein Ziel ist, oder? Und wenn ja, dann musst du alle drei Kompetenzbereiche bedienen, und zwar genau in dieser Reihenfolge. Wissen ermöglichen, Verstehen ermöglichen und Anwenden üben. Möglicherweise fragst du dich jetzt, meine Güte, reicht denn nicht aus, wenn ich eine Anweisung gebe? Natürlich kann ich auch Anweisungen geben, so nach dem Motto, ab morgen unterlasst ihr es, Gefälligkeitsleistungen zu erbringen. Oder ab morgen benutzt ihr alle genau diesen Satz. Das mache ich gerne heute einmalig für Sie. Wenn Sie das in Zukunft immer genießen wollen, dann sage ich meiner PDL, dass sie diese Leistung in den Vertrag aufnimmt. Doch du spürst wahrscheinlich schon, dass diese Anweisung nicht wirklich zum Erfolg führt. Wie oft hast du schon über das Thema Gefälligkeitsleistungen oder EDA-Leistungen oder heimliche Leistungen, ist ja alles dasselbe, drei Begriffe für genau dasselbe, wie oft hast du darüber schon gesprochen und wie nachhaltig war denn dann die Umsetzung? Es geht kein Weg daran vorbei, erst Wissen zu liefern, dann Verstehen zu ermöglichen, um dann in die Anwendung zu kommen. Und ja, nach einer Anwendungsphase braucht es auch Möglichkeiten, das Neugelernte nachweisen zu können. Das heißt, dein Job ist es auch, zu prüfen, ob das Neue auch wirklich erinnert, verstanden und in der Praxis angewendet wird. Erst wenn ich die Fakten kenne und verstehe,
dass der Pflegekunde durch das PSG 2 viele Möglichkeiten hat, seine alltagsbegleitenden Unterstützungswünsche auch erfüllt zu bekommen, wenn er sie denn in den Vertrag aufnimmt, erst dann können wir darüber arbeiten, wie wir das denn so kommunikativ rüberbringen, dass die gute Beziehung zwischen Pflegespezialist und Pflegekunden erhalten bleibt. Das ist dann mit Anwenden bzw. Umsetzen gemeint. Im Workshop von Manfred war übrigens keiner aus dem Team mehr bereit, Leistungen in Höhe von rund 40.000 Euro im Jahr ohne Gegenwert zu erbringen, als klar wurde, dass kaum ein Pflegekunde sein Sachleistungsbudget zu 100% in Anspruch nimmt. Und bevor es weitergeht, hörst du jetzt meine Kollegin Regine, die eine interessante Information für dich hat. Ich dachte, eine zweite Stimme würde ein wenig für Abwechslung sorgen. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Na, gefällt dir bis jetzt, was du hörst? Wenn du Lust hast zu lernen, wie du mit deinem Team das Thema heimliche Leistungen verringern bearbeiten kannst, wenn du auch endlich alle Leistungen abrechnen möchtest, die dein Team erbringt, dann trag dich in die Interessentenliste für den Beta-Online-Kurs ein. Im zweiten Halbjahr entwickelt Claudia zu diesem Thema einen Online-Kurs und du kannst zu einem stark reduzierten Preis bei der Entwicklung mit dabei sein. Den Link zur Interessentenliste findest du auf Claudias Webseite www.chc-team.com. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Wissen, Verstehen und Anwenden? In der Blum'schen Taxonomie werden den Kompetenzbereichen Verben, also Tätigkeitswörter, zugeordnet, die es dir erleichtern, Ziele konkret zu beschreiben. Zum Kompetenzbereich Wissen bzw. Erinnern hier ein Beispiel. Mein Team kann den Unterschied zwischen der alten und der neuen Version des Pflegebedürftigkeitsbegriffs nennen. Nennen ist hier das Verb. Weitere Verben, die dem Bereich Wissen zugeordnet sind, etwas angeben können, aufschreiben, aufzählen, ausführen, bezeichnen, beschreiben, darstellen oder wiederholen. Der Kompetenzbereich Verstehen, auch hier ein Beispiel. Mein Team kann erklären, wie sich der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff auf die Sachleistungen auswirkt. Hier ist das Verb erklären. Weitere Verben, die dem Bereich Verstehen zugeordnet sind, sind zum Beispiel etwas deuten, einordnen, erklären, interpretieren, übertragen, umschreiben. Der Kompetenzbereich Anwendung. Beispiel: Mein Team kann situativ abschätzen, ob der Vertrag sofort erweitert werden kann oder ob es ein zusätzliches Gespräch mit der PDL braucht. Hier ist das Verb abschätzen. Abschätzen können, einschätzen können. Weitere Verben, die dem Bereich Anwendung zugeordnet sind: anknüpfen, begründen, einordnen, entwickeln, unterscheiden, umschreiben. Eine Tabelle mit den Zuordnungen von noch mehr Verben findest du im Download-Bereich. Ebenso die drei weiteren Kompetenzbereiche, die zur Blum'schen Taxonomie gehören, nämlich analysieren, kombinieren bzw. erschaffen und bewerten. Für eine Teambesprechung sind die drei letztgenannten aus meiner Sicht nicht so relevant. Die brauchst du in anderen Zusammenhängen. Aber das würde jetzt hier zu weit gehen. Daher habe ich mich auf die drei ersten beschränkt. Was kannst du jetzt damit anfangen? Das Ziel bestimmt die Methode und die Zeit. Lass mich nochmal Konrad Lorenz zitieren. Das ist ja der österreichische Verhaltensforscher. Der hat übrigens zu einer ähnlichen Zeit gelebt wie Benjamin Samuel Blum. Nämlich er ist 1903 geboren und 1989 gestorben. Konrad Lorenz hat ein Zitat in die Welt gebracht. Das heißt, gesagt ist nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Verstanden ist nicht einverstanden. Einverstanden ist nicht beibehalten. Beibehalten ist nicht umgesetzt. Wenn ich also etwas sage, machen wir das doch mal an dem Beispiel jetzt dieser Podcast-Episode fest. Ich sage etwas und du hast auch deinen Podcast-Player angeschaltet, dann heißt das noch lange nicht, dass du mich auch hörst.
Möglicherweise bist du an der einen oder anderen Stelle abgelenkt, möglicherweise hängst du an einem Satz fest und du bekommst die nächsten Sätze gar nicht mit, weil deine Gedanken mit etwas anderem beschäftigt sind. Solltest du aber doch alles gehört haben, kann es ja sein, dass du Teile nicht verstanden hast. Und selbst wenn du alles verstehst, was ich dir erzähle, dann ist das ja noch immer nicht gesagt, dass du auch einverstanden bist. Und selbst wenn du damit einverstanden bist, was ich dir erzähle, dann heißt das noch längst nicht, dass das in deinen grauen Gehirnzellen auch gespeichert wird. Dann heißt das ja nicht, dass du das beibehältst. Wie oft geht mir das so, dass ich unterwegs eine Podcast-Episode höre und denke, oh, das ist total wichtig, da will ich auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken oder ich will das irgendwo einbauen. Und wenn ich mir dann nicht selber eine Mail schreiben würde, dann hätte ich das, wenn ich wieder hier im Büro angekommen bin, komplett vergessen. Also, einverstanden ist noch lange nicht beibehalten, das heißt abgespeichert in meinen Großhirnwindungen. Und selbst wenn ich etwas beibehalten habe, wenn ich etwas abgespeichert habe, dann heißt das noch längst nicht, dass ich das jetzt umsetze, dass ich es auch tue. Also, gesagt ist nicht gleich umgesetzt, weil sagen reicht einfach nicht aus. Von deinem Ziel, nämlich will ich, dass mein Team etwas mehr weiß oder will ich, dass es mehr versteht oder will ich, dass es etwas Neues oder anderes umsetzt. Von diesem Ziel hängt also die Methode ab, die Art und Weise, wie du das Thema präsentierst oder erarbeiten lässt. Ja, und du ahnst es schon, von der Methode hängt der Zeitbedarf ab, den du für jedes einzelne Thema brauchst. Bitte frag dich bei jedem Tagesordnungspunkt 4 Fragen oder besser beantworte dir 4 Fragen. Erstens, was soll nach diesem Tagesordnungspunkt erreicht sein? Ziel. Und unterscheide hier bitte, soll dein Team mehr wissen, soll es mehr verstehen oder soll es etwas umsetzen? Die zweite Frage leitet sich ja aus der ersten ab. Wie bearbeiten wir dann das Thema? Also welche Methode wähle ich denn? Eher eine informierendere Methode oder eine Methode, die eher interaktiv ist? Drittens, davon ist abhängig, wie viel Zeit plane ich ein. Ist doch klar, je mehr du eher informative Methoden nutzt, desto eher weniger Zeit brauchst du. Planst du mehr Interaktion ein, brauchst du auch mehr Zeit. Und die vierte Frage ist, wie stelle ich denn sicher, dass das Ziel erreicht wurde, dass mein Team wirklich mehr weiß, mehr versteht oder mehr umsetzt? Und das ist eben die Frage nach dem Controlling. Und auch das ist eine Frage nach der Methode. Wenn es lediglich dein Ziel ist, dass dein Team Wissen, Zahlen, Daten, Fakten reproduzieren kann, wie zum Beispiel die Verrichtungen innerhalb eines Leistungskomplexes kennen, dann reicht als Methode die Information aus und du brauchst eher weniger Zeit. Welche Methoden du genau anwenden kannst zu all den 3 Kompetenzbereichen, dazu hörst du im Laufe dieser Podcast-Serie noch viel mehr. Ja, und wie stellst du sicher, dass du das Ziel erreicht hast? Auch dazu gibt es zahlreiche Methoden, zu denen hörst du auch noch mehr. Hier sind schon mal 3 Möglichkeiten oder 3 Ideen. Nachdem du über die Verrichtungen innerhalb der Leistungskomplexe informiert hast, lässt du halt einzelne noch einmal wiederholen. Oder du führst ein kurzes Quiz durch. Oder du bereitest eine Multiple-Choice-Abfrage vor, also quasi so etwas wie einen Wissenstest. Das kann man ja auch auf unterschiedliche Arten und Weisen lebendig machen und das muss auch nicht so bierernst sein. Wenn du möchtest, dass dein Team Zusammenhänge versteht, dann kommst du mit der reinen Information nicht weit. Auf der Basis von grundlegenden Informationen erreichst du Verständnis zum Beispiel durch Diskussionen, die du mit Fragen steuerst, durch Gruppenarbeiten oder Vor- und Nachteilssammlungen. Das sind ja Beispiele für diese interaktiven Methoden. Und durch gut vorbereitete Fragen kannst du auch noch während des Meetings feststellen, ob die Zusammenhänge verstanden wurden. Jetzt ahnst du es schon, das kostet einfach mehr Zeit. Wenn du sogar möchtest, dass etwas umgesetzt wird, in unserem Beispiel, dass die Kommunikation mit den Pflegekunden verändert wird,
dann musst du eine Übungsphase einplanen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich schöne Sätze nur von einem anderen höre oder ob ich selbst einmal ausprobiere, wie mir die Wörter und Sätze über die Zunge gehen. Auch das kostet Zeit. Die Frage aus meiner Überschrift, reichen 2 Stunden für eine Teambesprechung aus, kann also nicht mit Ja oder mit Nein beantwortet werden. Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, welche Ziele du erreichen willst. Wenn es dir wichtig ist, dass alle deine Mitarbeitenden in die Umsetzung kommen, dann hast du aus meiner Sicht die Wahl zwischen A, das Thema x-mal wieder und wieder anzusprechen, zu informieren oder Anweisungen zu geben und immer, immer mehr Frust zu schieben, oder B, du investierst beim ersten Mal oder vielleicht jetzt beim nächsten Mal einfach genügend Zeit. Auf lange Sicht hast du damit nämlich mehr gewonnen, auch wenn das zu Beginn mehr Zeit in der Vorbereitung kostet und mehr Zeit in der Teambesprechung kostet. Ja, vielleicht möchtest du ja jetzt wissen, wie Manfreds nächste Dienstbesprechung denn ausfallen wird. Im Kreis des Leitungsteams, nachdem wir den Workshop noch am Ende reflektiert haben, haben wir folgende Ideen gesammelt. Alle Nichtanwesenden, also alle die, die im Workshop nicht dabei waren, bekommen die Unterlagen vor der nächsten Dienstbesprechung ausgehändigt. Das heißt, ich gebe eine Information in Form von Papier, ja, und hoffe und wünsche, dass der eine oder andere es liest. Manfred und seine stellvertretende PDL erzählen auf der Dienstbesprechung, wie der Workshop abgelaufen ist und welche Ergebnisse wir erarbeitet haben. Jeder Mitarbeiter, der nicht am Workshop teilgenommen hat, bekommt eine Kollegin an die Seite, die nach der Dienstbesprechung noch einmal aus ihrer Sicht erzählt, was Inhalt war. Das hat einen doppelten Effekt sogar. Wenn jemand, der dabei gewesen ist, dann die Aufgabe bekommt, es einem anderen zu erzählen, dann hat das immens positive Auswirkungen auf den Behaltenseffekt der Kollegin, die dabei gewesen ist. Ja, und die Mitarbeiterin, die nicht dabei gewesen ist, oder der Mitarbeiter, die haben natürlich im Zweiergespräch viel mehr Möglichkeiten, ihre Fragen zu stellen. Die klassischen Situationen, die wir während des Workshops gesammelt haben, wie zum Beispiel, Schwester Claudia macht das aber immer für mich, und wir hatten ganze 9 Situationen zusammengesammelt, die werden alle einzeln und in ganz großer Schrift auf 9 DIN A4 Blätter geschrieben. Die Struktur der Empathieformel, die haben wir im Workshop auch miteinander behandelt, die hängt als Flipchart im Raum und dann wird in jeder der nachfolgenden Dienstbesprechungen eine von diesen 9 Situationen blind ausgewählt und auf der Grundlage der Empathieformel überlegt sich das Team, die gerade da sind, wie kann ich das denn auf der Grundlage der Empathieformel sprechen? Dafür reicht es, wenn man 15 Minuten Zeit einplant. Lohnt sich der Aufwand, fragst du dich vielleicht? Naja, bei diesem Thema, also ich habe ja jetzt diesen Workshop heimliche Leistungen verringern als Beispiel genommen für diese Folge. Bei diesem Thema, überleg mal, wenn nur die Hälfte der geschätzten Leistungen in Höhe von ca. 40.000 Euro im Jahr in vertragliche Leistungen umgewandelt wird, dann ist die Antwort schon klar, oder? Das wären dann 40.000 und dann hättest du die Möglichkeit, eine weitere Teilzeitkraft einzustellen. Bei 40.000 ist es eine Vollzeitkraft oder 2 Teilzeitkräfte. Also, lohnt es sich? Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall und nicht nur zu diesem Thema. Der Action Step. Möglicherweise kommt dir jetzt das Thema Blohmsche Lernzieltaxonomie jetzt ein bisschen sperrig vor. Vielleicht magst du die Episode auch nochmal anhören und vor allen Dingen auch die Episode 37 dir auch nochmal anlesen oder anhören. Im Action Step bitte ich dich, es dir leicht zu machen. Entscheide doch bitte für jeden Tagesordnungspunkt lediglich, also Tagesordnungspunkt für deine nächste Teambesprechung. Was willst du? Willst du, dass dein Team danach mehr weiß? Willst du, dass es mehr versteht? Oder willst du, dass es mehr umsetzt? Also ich finde, es reicht, wenn du alleine diese Frage beantwortest. Mehr wissen, mehr verstehen und oder mehr umsetzen. Es gibt auch Themen, bei denen alle 3 Kompetenzbereiche oder nur 2 Kompetenzbereiche gefragt sind. Dementsprechend plane Zeit ein. Aber das kann auch der nächste Schritt
für deine übernächste Dienst- oder Teambesprechung sein. Jetzt erstmal nur überlegen, will ich, dass die mehr wissen, will ich, dass die mehr verstehen oder will ich, dass die mehr umsetzen. Okay, ich hoffe, Benjamin Samuel Bloom ist dir jetzt ein wenig sympathisch geworden und du bist ein wenig mehr darauf sensibilisiert, ob es bei deinen Themen um Wissen, Verstehen und oder Anwendung geht. Mach es dir leicht und überleg dir erstmal nur, mehr wissen, mehr verstehen und oder anwenden. Also, denk über den Action-Step nach und setze ihn um. Im Laufe der nächsten Episoden hörst du noch mehr zu den Methoden und auch noch mehr zu der Zeit, die du aus meiner Sicht für die einzelnen Methoden einplanen musst. Wie immer, du findest den Text auf meiner Webseite in diesem entsprechenden Artikel www.chc-team.com/PA49. Da findest du auch das PDF-Dokument mit Beispielformulierungen für deine Ziele. Zum Schluss sage ich noch herzlichen Dank an Christine für deine schöne Rückmeldung. Christine schreibt: Liebe Claudia, ich möchte mich für deine tollen Beiträge bedanken. Ich höre immer deinen Podcast und bekomme so viele neue Ideen für die Arbeit dadurch. Danke, komm gut ins neue Jahr. Ja, ich bin gut ins neue Jahr gekommen. Und ich hoffe, Christine und du, die du mir jetzt zuhörst, ihr seid auch gut ins neue Jahr gekommen und habt vor allen Dingen auch den Sturm von vor ein paar Tagen gut überstanden. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr über jede Rückmeldung, egal ob du mir eine Mail schreibst, ob du mir in Facebook was schreibst oder ob du bei iTunes mir eine Rezension gibst. Schreib mir, was dir gefällt und was ich für dich besser machen kann. Wenn alles nach Plan läuft, dann hörst du in der nächsten Episode wieder ein Interview. Ich habe Judith Ebel, die Supernurse, zu Gast. Judith Ebel, die die App ins Leben gerufen hat, Supernurse. Und ich freue mich total auf unser Gespräch. Und mein Redaktionsplan, der wird schon wieder ein ganz klein wenig über den Haufen geworfen, weil in einer der nächsten Episoden und recht schnell sogar werde ich ein weiteres Interview führen mit Bettina Schaser. Da geht es nämlich um die neue Datenschutzverordnung. Die wird am 25. Mai in Kraft treten. Und da haben wir alle kleinen, mittleren, großen Unternehmen noch ein bisschen Arbeit vor der Nase. Und dazu wird Bettina Schaser uns etwas erzählen, so dass wir gut gerüstet die neue Datenschutzverordnung bewältigen können. Jetzt ganz zum Schluss nochmal der Hinweis, wenn du an dem Beta-Online-Kurs zum Thema heimliche Leistungen verringern interessiert bist, dann trag dich in die Liste ein. Den Link findest du unter dem Text auf deinem Smartphone oder auf meiner Webseite. Wenn du dich einträgst, hast du dich zu nichts verpflichtet. Ich werde dich lediglich informieren, wann es losgeht. Dann kannst du dich immer noch entscheiden, ob du dabei sein willst. Jetzt wünsche ich dir eine ganz energievolle Woche und sage bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Bis dahin, mach dir deine Praxis leichter. Tschüss, deine Claudia Henrichs.